Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Plausch-Video. Ich habe mir schon ein Käffchen gemacht in meiner neuen Katzentasse. Die ist so süß, aber da komme ich gleich noch zu. Ich dachte mir, ich plaudere mal ein bisschen von der Dokomi letztes Wochenende, wo es noch so frisch im Kopf ist, und zeige euch mal, was ich alles so eingekauft habe. Es ist eigentlich gar nicht so viel, es ist überschaubar, aber ich habe genug Geld ausgegeben, definitiv. Ja, das Wochenende, wow, ging so schnell rum. Also die letzte Woche war extrem schnell vergangen. Ich hatte noch unglaublich viel zu tun, habe auch nicht alles vorher geschafft. Das ist auch irgendwie nie schaffbar, weil die Tomi kommt ja so plötzlich aus heiterem Himmel. Das will man machen, natürlich. Ja, und dann war auch schon Freitag da und dann sind wir losgefahren. Und ich muss sagen, dieses Jahr war das Wochenende sehr turbulent, sehr schnell vorbei. Also irgendwie ging mir die ganze Zeit viel zu schnell rum. Ich hatte gar nicht so viel Zeit und entspannte Ruhe zu schauen. Also ich konnte mich eigentlich in der Händlerhalle gar nicht in Ruhe umschauen. Ich bin immer nur so wirklich gesprungen zwischen den Ständen, wo ich hin wollte. Und ich nehme mir eigentlich immer so auf den Conventions mindestens an einem Tag eine bis anderthalb Stunden Zeit und gehe wirklich jeden Stand komplett einmal ab und gucke mir alles an, auch wenn ich da jetzt nichts kaufe oder so, aber ich gucke mir die Sachen richtig gerne an. Und es ärgert mich sogar, dass ich überhaupt nicht geschafft habe, zum Copic-Marker-Stand zu gehen. Ich habe fast den Zebra-Stand übersehen und ich war auch bei meinem Manga-Shop diesmal nicht, was mich doch hinterher so ein bisschen geärgert hat, auch wenn ich alle Stifte habe und keine neuen brauche. Ich habe zwar welche gekauft, aber trotzdem wäre ich gerne hingegangen und hätte mir die Stände einfach angeguckt. Und das hat mich dann hinterher doch geärgert, dass ich überhaupt dafür keine Zeit hatte. Naja, aber die Dokomi war sehr, sehr schön. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe so viele tolle neue Leute kennengelernt. Ich habe neue tolle Künstler kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut unterhalten habe. Ich habe sehr viel alte Künstler getroffen und freue mich, sie gesehen zu haben, dass man sich wenigstens mal wieder Hallo gesagt hat. Und auch wenn man nur kurz plauschen konnte. Es ist immer viel zu viel los, dass man irgendwie nicht mit jedem reden kann. Das ist dann doch irgendwie schade, aber es ist schon schön, wenn man die meisten schon kennt und dann einfach mal begrüßt und Hallo sagt. Und ja, ist schon toll, ja. Es gab unglaublich viel zu sehen. Es war diesmal irgendwie in drei Hallen vertreten, die Dokomi. Ich habe euch auf jeden Fall nochmal das Con-Buch mitgebracht. So sieht es aus. Es ist dieses Jahr die 10-jährige Jubiläum der Dokomi. Und sie ist auch inzwischen die größte Manga-Anime-Convention Deutschlands mit fast 60.000 Besuchern an einem Wochenende. Und sie findet ja immer in Düsseldorf statt. Und es gibt immer unglaublich viel zu sehen. Es sind auch immer sehr viele Künstler aus dem Ausland mit dabei oder auch Leute und Stände sind sehr viele aus Holland dabei oder Belgien oder Frankreich. Und das ist immer toll, weil man da wirklich einfach anderes Sachen kennenlernt und andere, wie gesagt, auch Künstler oder Anbieter, die man eben nicht auf den anderen Conventions hat, die man so kennt. Ja, es gab drei Hallen, wenn ich das richtig sehe, oder sogar vier. Also war schon ordentlich besucht. Ihr seht hier, das sind die großen Künstlerhallen. Das ist ja so groß wie die Leipziger Buchmesse in etwa. Von der Größe her gab es halt in Halle 15 gab es die ganzen Aussteller. Wir waren alle in Halle 14 mit den Fanständen. Wir hatten eine große Halle für uns alleine, was schon sehr, sehr krass war. Letztes Jahr war da noch die Gaming-Ecke mit drin. Die haben sie jetzt verlagert in Halle 16. Die war natürlich in dem Sinne zu groß für das Angebot, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass es getrennt war. So hatte man nicht diese geballte Masse auf einem rauf. Dann gab es hier so einen Food Corner draußen, wo man halt so Food Trucks hatte, wo man was essen konnte. Black Stage sagt mir jetzt nichts, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was da wirklich war. Ich glaube, das war aber, da wurde was Spezielles angeboten. Dann hatte man hier eine Ecke für Karaoke eingerichtet und in der ganz kleinen Halle, hier Halle 18, gab es die Workshops. Also da wurde dann von Leuten was gezeigt oder ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe noch gar nicht so durch dieses Con-Buch geguckt. Dafür habe ich dann wirklich gar keine Zeit, leider. Und das ist dann schon schade. Aber ja, es geht auf jeden Fall. Und ich glaube, hier genau in der Halle, wo die Gaming-Ecke war, da gab es auf jeden Fall noch das Maid-Café. Da gab es noch dieses Creamy Castle. Das hatten wir euch letztes Jahr im Vlog gezeigt, wo sie halt so, ja, wie Takeshis Castle, wenn ihr das noch kennt, diese riesen Luftattraktionen aufgebaut haben, wo man so durchtoben kann. Lasertag war mit dabei und Bring and Buy war auf der Seite. Bring and Buy ist ja immer, man kann seine Flohmarktsachen da abgeben, die werden weiterverkauft, dann kann man sie am Ende des Tages wieder abholen, wenn sie nicht verkauft wurden oder man bekommt das Geld dafür. Ja.
Halle 15, wie gesagt, sehr, sehr voll, das ist die Händlerhalle und ich habe weitaus nicht alles geschafft. Und das hier ist unsere Halle gewesen, Halle 14. Also wer vorher schon mal auf dem Plan gesehen hat, wo ich war, ich bin hier gewesen mit der lieben Jenny da. Es war unglaublich viel Angebot und ich selber habe nicht alle Künstlerstände geschafft. Also man braucht wirklich fast einen ganzen Tag, um nur durch diese Halle durchzugucken, um wirklich an jedem Stand stehen zu bleiben und jedem Stand sich anzugucken und vielleicht auch mit dem einen oder anderen sogar noch ein paar Worte zu wechseln, weil es ja doch ordentlich, ordentlich Angebot ist. Ja. Also, es ist wirklich, wirklich interessant, was immer angeboten wird. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange mal bei den Händlersachen an, die ich gekauft habe. Ich habe mir zwei so kleine Plüschis gekauft, die ganz, ganz weich sind. Die sind so ein bisschen Stressbällchen, sollen die sozusagen sein. Und ich habe nicht einmal, das war an diesem typischen japanischen Stand, wo ich immer die kleinen Kätzchen schon gekauft habe, einmal für diese Katze entschieden. Und die hatten sie natürlich auch in größer als Relaxkissen. Fand ich sehr, sehr cool. Ist sogar noch so ein kleiner. Wie so ein Poloch, aber weiß auch nicht, warum man es unter dem Bauch ist. Naja, auf jeden Fall hatten sie die auch in groß als Stresskissen. Fand ich eine sehr coole Idee, aber ich habe gedacht, du hast genug. Die brauchst du dann nicht. Dann habe ich für meine Schwester einmal den Froschi mitgenommen. Der ist sehr süß, der bleibt jetzt eingepackt, weil den bekommt sie morgen von mir geschenkt. Das ist einfach so ein kleines Goodie, was ich hier wieder mitbringe. Ich fand es einfach witzig, dass es halt zu den Katzen auch einen Frosch gab. Und ja, sie ist halt mein Froschi, ne? Deswegen Froschi. Bei den holländischen Mädels habe ich natürlich wieder welche von A Little Love Company Lampen gefunden. Die hatten dieses Jahr ein paar andere da. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich in der Halle nicht genug gefilmt habe. Also es tut mir wahnsinnig leid. Ihr werdet im Vlog leider nicht ganz so viel sehen. Das hat auch damit zu tun, dass ich so, ja, eigentlich da so gestresst durchgelaufen bin und irgendwie auch vergessen habe, die Kamera rauszuholen. Hin und wieder habe ich dran mal gedacht, das Handy zu nehmen. Aber da war auch schon irgendwie alles sehr zeitlich. Dass ich immer gedacht habe, nee, du musst wieder zurück zum Stand, du musst wieder dahin, du musst wieder hierhin und ja, egal. Also ich habe einmal diese ganz süße Brontosaurier-Lampe mitgenommen. Die war wirklich, wirklich niedlich. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen dem T-Rex und dem Brachiosaurus oder Brontosaurier. Ja, aber die ist sehr, sehr süß und die hat auch so einen Timer drin. Ich werde das Schnipsi jetzt aber nicht rausmachen, damit die Batterie nicht leer geht, weil die ich für einen späteren Anlass noch aufbewahren möchte. Ja, und der ist sehr, sehr niedlich. Und das sind ja so Nachtlichter. Ich habe inzwischen drei an der Zahl. Und sie hatten dieses Jahr halt die Saurier mit. Und den kleinen Geist hatten sie noch dabei. Und kleine Rehe. Die waren auch sehr, sehr süß. Und ich habe überlegt, ob ich den Reh mitnehme oder den hier. Aber ich fand den irgendwie passender. Also habe ich den mitgenommen. Beim J-Store habe ich noch vorbeigeschaut. Da habe ich diese süßen Rilakkuma-Packungen mitgenommen. Die zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Ich zeige euch hier einmal drauf. Ich habe einmal den mitgenommen mit dem Erdbeerkuchen. Den finde ich super, super süß. Und als zweites habe ich mich entschieden für den hier im Crepe. Ich fand die einfach sehr niedlich und sehr inspirativ für meine Fimo-Sachen. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Hier ist dann auch eingepackt. Aber wie gesagt, wenn ich euch das jetzt gleich in der Nahaufnahme zeige, werdet ihr sehen, das ist so ein kleines Tellerchen und da der Kuchen und dann kommt der Rilakkuma darauf und es ist so niedlich. Ich mag ja all diese süßen Sachen mit den Süßigkeiten sehr. Dann habe ich mich noch für eine Sache entschieden von, was ist nur mit dieser Haarsträhne heute? Little Style Shop nennt sich das, My Melody. Das ist von My Melody und das ist auch so niedlich. Also es ist so auf Boutique ausgelegt, sehr, sehr süß. Hier ist noch so ein Teeset, das hätte ich gerne noch mitgenommen. Es war leider dann aber ausverkauft. Ich habe das am Sonntagmorgen entdeckt und am Nachmittag war es dann schon nicht mehr da. Aber ich habe ja den J-Store um die Ecke, da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Und ich habe mich entschieden für das kleine Schränkchen und darüber bin ich sehr, sehr froh, weil da hatte ich echt Glück gehabt, dass ich den noch erwischt habe. Hier, das ist das kleine Schränkchen. Das hat hier in der Mitte sogar noch so einen kleinen Regalboden. Da gehört eigentlich noch so eine kleine Brille und eine Kette dazu. Also boutiquemäßig, aber ich benutze es für das Fimo und ich hatte das bei mir im Stand stehen und alle wollten es mir abkaufen, weil es so süß ist. Ja, es ist so ultra niedlich. Und genau sowas finde ich immer ganz toll, diese kleinen Mini-Möbel. Und da will ich mich auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran versuchen. Und aus Holz so ein paar Sachen selber bauen. Dann musste ich natürlich wieder zum japanischen Keramikmann. Natürlich. Wie soll es anders sein? Ich liebe seine Keramik. Und ich konnte mich wieder mal nicht entscheiden bei den schönen Sachen. Und ich hätte gerne noch ein paar Schälchen mehr mitgenommen. Einfach auch in petto für Leute, wo ich mal was verschenken kann, die eben nicht so auf Conventions kommen oder so. Als Kleinigkeit oder mal zum Geburtstag. Aber ja. Man weiß ja selber, sein Budget ist begrenzt und auch der Platz ist begrenzt. Und ich hatte schon Angst, dass das Heil nach Hause kommt, weil wir mit dem Zug nach Hause sind. Wir sind mit dem Auto hin und mit dem Zug zurück.
Jedenfalls habe ich mich einmal für dieses Schätzchen entschieden. Das war auch die letzte, die er hatte. Die fand ich sehr, sehr schön, wunderschön gearbeitet. Und innen drin sind auch so Kirschblüten drin. Ich liebe das. Also, ich fahre total darauf ab. Es ist komisch, je älter man wird, steht man plötzlich auf so Küchen- und Keramiksachen und Stifte und all so ein Kram. Und gar nicht mehr so auf dieses ganze süße, quietschige Plüschzeug und ich sag mal Figuren. Früher habe ich ganz viel Figuren und so Kleinkram gekauft. Gut, das kaufe ich jetzt auch Kleinkram, aber wirklich so ein bisschen andere Sachen. Ich habe wirklich mich so auf Mangas versteift und auf Artbooks und sowas alles. Und das kaufe ich gar nicht mehr so, weil ich auch gar keine Zeit mehr habe, so viel zu lesen. Und ich auch gar nicht mehr weiß, welche Serien mich noch interessieren oder ob die überhaupt gut sind oder nicht. Deswegen interessiere ich mich dann eher für sowas. Und dann habe ich noch dieses Schätzchen hier mitgenommen. Die finde ich auch sehr, sehr süß. In Blau, so eine Müslischale mit den Katzen und Pfötchen und Fischen drumherum. Sehr, sehr hübsch. Ich mag die wirklich sehr. Die ist auch, hat eine schöne Form und hat eine schöne Größe. Da kann man nicht nur Müsli drin essen und auch einfach so Goodies reinpacken, wenn man mal Gäste hat. Und dafür finde ich die echt richtig, richtig toll. Dann habe ich mir noch mal eine zweite Tasse meiner Lieblingstasse gekauft. Ihr wisst, ich liebe diese Tasse mit den Kirschblüten und habe die in Mintgrün. Und jetzt habe ich sie in komplett rosa mitgenommen. Und ich liebe sie. Jetzt habe ich zwei. Das heißt, wenn ich meine Freundin zum Tee habe, dann kann ich halt auch beide benutzen. Und ja, die finde ich ist immer noch meine absolute Lieblingstasse, aus der ich trinke. Und ich denke mal, meine zweite Lieblingstasse, neben natürlich den kleinen Jack Snowman, ist diese hier geworden. Denn die habe ich da bei ihm gesehen und ich musste sie auch zum Leidwesen von Matti mitnehmen. Weil er natürlich das immer nicht so toll findet, dass ich den Schrank so voller Tassen baller. Aber ich denke mir, man kann auch Saft draus trinken oder so. Vielleicht benutze ich sie auch noch fürs anderes, aber ich habe jetzt mein Käffchen drin und das passt richtig gut. Hier vorne hat er das süße Katzengesicht und hinten ist der kleine Schwanz. Es ist sehr, sehr niedlich und ich liebe sie sehr. Und ja, dafür gehen auch noch mal ein paar andere Tassen auf jeden Fall, sobald ich die Küche jetzt in Angriff nehme. Und jetzt komme ich zum Herzstück meines Einkaufs. Und zwar war ich bei Liz Leiser einkaufen. Wer es nicht kennt, Liz Leiser ist eine Fashion-Marke aus Japan und ich habe sie letztes Jahr lieben gelernt, als ich diesen, ich zeige ihn euch nochmal, weil einige ihn gerne sehen wollten. Aus meinen Fotos habt ihr ihn gesehen. Ich habe mir diesen Rock als Secondhand-Rock gekauft gehabt auf der letzten Chisei-Con im letzten Jahr und ich liebe ihn sehr. Das ist eine alte Kollektion, hat sie mir erklärt, weil ich war ja da. Ja, so sieht er aus. Er hat so Rosenmuster drauf und dann so Pavillon und hier so. Oder nee, es ist nicht ein Pavillon, es ist eher so ein Karussell. Es ist so ein Pferdekarussell, was da ganz, ganz leicht durchschimmert und hat unten halt diesen spitzen Rand. Er hat einen ganz seidigen Stoff und einen ganz tollen Unterrock. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Rock. Ich werde euch mal Bilder einblenden, wo ich ihn anhabe. Ich habe ihn so gern getragen im letzten Jahr. Und es ist einer meiner absoluten Lieblingsröcke geworden, der nicht mehr wegzudenken ist aus meiner Sammlung. Und die Liebe begann halt letztes Jahr, als ich den halt als Secondhand entdeckt habe und sie mir erklärte, dass es eine Liz Leiser Marke ist. Dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, Liz Leiser ist einer der beliebtesten japanischen Fashion-Labels in Japan, die sehr, sehr süße Sachen macht, also sehr viel Spitze, sehr viel auf Cuteness, auf Obst und Gemüse, Früchte, alles sowas. Also sehr, sehr niedliche Sachen. Eine Frau da auch ganz gut reinpasse. Jedenfalls hatte Liz Leiser ja, ihr Debüt auf der Dokomi, die waren mit JSTOR, mit Harajuku Closet. Die haben wir ja hier in Hamburg und ich wollte eigentlich schon immer dahin. Also wir haben sie in Hamburg und ich könnte da jederzeit hinfahren, aber ich bin immer noch nicht hingefahren, weil ich immer gedacht habe, nee, wenn du hinfährst, gibst du auch Geld aus. Also habe ich das gelassen, weil ich ja jetzt erstmal für die Dokomi sparen wollte. Und dann habe ich gelesen, dass die halt da sind zusammen mit dem JSTOR und Harajuku Closet. Das erste Mal in Deutschland vertreten sein wird als japanische Fashion-Label. Und da habe ich gleich so, jetzt ist deine Chance. Jetzt gehst du da hin und guckst dir die Sachen mal live an. Und wenn du was findest, nimmst du es jetzt auch mit. Weil da hast du dir, das ist so ein Wunschtraum, so ein Kleid von denen jemals zu haben oder noch so ein Röckchen. Und ja, bin ich also hin. Und das war ein sehr, sehr süßer, niedlicher Pop-up-Store sozusagen, hatten viele niedliche Sachen und ja, in dieser wunderschönen Tasche. Und ich hatte mich für dieses Kleid hier entschieden. Es war das letzte in Rot in meiner Größe. Sie sagte, gut, das müssen die wohl auch sagen, um natürlich Leute zum Kauf zu bewegen. Es war natürlich das letzte in Deutschland. Sie sagte mir, es wäre ausverkauft in Japan und es wäre jetzt das letzte auf der Messe. Und gab es noch in so einem Rot-Blau, also wo die Schleifchen rot
blau waren und auch die Schärpe blau, fand ich auch sehr, sehr süß. Aber ich fand es jetzt so im einheitlichen Look irgendwie schöner. Ich werde es euch einblenden, wie es getragen aussieht. Es hat oben so Rüschenärmelchen, was ich sehr, sehr süß finde. Und dann hat es halt vorne so Knöpfe und es hat als Muster Strawberries drauf und ist natürlich absolut mein Thema, ne? Erstmal so Marmelade, dann irgendwie noch Blümchen und dann natürlich die wunderschönen Strawberries. Also es gab es in drei verschiedenen Farben, so viel ich es gesehen habe. Oder zwei, es waren auf jeden Fall zwei Farben, also mit den Blauapplikationen. Und es gab es auch nochmal als Rock. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir den Rock mitnehme. Also der Rock war so sozusagen, das hier war das Bündchen vom Rock und sozusagen das hier das Endteil. Und das fand ich auch sehr, sehr süß, aber ich habe gedacht so. So ein Kleid ist natürlich was absolut Besonderes und ich suchte auch noch ein Kleid für die Hochzeit von Charlie und ich denke mal, das wird perfekt sein für die Sommerhochzeit und sie würde das wahrscheinlich auch begrüßen, wenn ich in so einem süßen, ja, ich muss das natürlich mit ihr absprechen, weil es natürlich hell ist, dass es nicht mit ihrem Hochzeitskleid kollidiert. Das möchte ich natürlich nicht, aber ich könnte mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, zu ihrer Hochzeit zu tragen. Ansonsten habe ich natürlich noch eine Menge andere Kleider, die ich tragen kann und das kann ich im Sommer tragen zu sehr besonderen Anlässen oder halt auch einfach so im Alltag. Ich weiß es noch nicht, bin mir unsicher. Ich werde euch mal Tragebilder blenden, dann könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr es findet. Und dann habe ich mich noch für ein Röckchen entschieden. Ich fand das Muster so unglaublich schön und ich fand den so schön gemacht. Und ich dachte, wenn ich den jetzt nicht mitnehme, werde ich mein Leben lang mich ärgern, dass ich den wahrscheinlich irgendwie nicht mehr bekomme oder dass er weg ist. Und deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Das ist so ein ganz niedlicher Faltenrock. Der ist kürzer als der erste, den ich habe. Also ist wirklich ein sehr kurzer Minirock, vorne hat er Falten, hinten ist er, fällt er so eher wie so ein A-Rock, also wie eine A-Linie. Vorne hat er diese wundersüßen kleinen niedlichen Schleifchen und ja, das Muster ist natürlich mega, mega schön. Ne? Also es hat diesen Karo-Stil, den ich mag, diesen englischen Stil, dann mit den englischen Rosen drauf und dann sind da kleine Eiffeltürme. Also sehr, sehr, sehr niedlich. Und was witzige an diesem Rock ist, weil er kürzer ist als der andere, er hat hier eingenähtes Höschen drin, was eine sehr süße Idee ist. Natürlich unpraktisch, wenn man auf Toilette will, weil man immer alles ausziehen muss. Das habe ich jedenfalls festgestellt. Ich habe ihn am Sonntag gleich getragen und ich habe mich so in diesen Rock verliebt. Ich liebe, 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 liebe diesen Rock. Ich zeige euch hier auf jeden Fall mal Bilder, wie er angezogen aussieht und man kann ihn mit so Blüschen kombinieren oder mit einfachen weißen T-Shirts und das ist so, ich bin so verliebt in diese Marke. Ich habe auch schon ganz viel auf meinem Wunschzettel, weil man bei eBay auch manchmal wirklich Secondhand-Ware bekommt oder halt alte Kollektionsware. Und da werde ich mir definitiv, wird das nicht mein letztes sein in meinem Kleiderschrank, ganz ehrlich. Ich liebe Röcke und ich liebe diese Röcke. Und ich habe, als ich was gekauft habe, noch exklusiv diesen Lislizer-Fächer aus Japan bekommen. Das ist ja so typisch, diese Pappfächer. Und der ist so schön, ne? Der wird bei mir einen wirklich schönen Platz bekommen. Auch die Erdbeeren drauf. Das ist halt die aktuelle Kollektion mit den Erdbeeren. Und ja, hier habe ich noch eine Postkarte bekommen. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, dann schaut auf jeden Fall mal im Harajuku Closet vorbei. Ihr könnt euch das gerne mal hier abfotografieren oder abschreiben. Und Liz Leiser hat natürlich auch eine extra Seite und einen eigenen Instagram-Account. Ich werde euch das alles unten mal verlinken. Ja, die haben natürlich alles Mögliche in ihrem Sortiment drin. Ja. Und also ihr müsst euch nur bewusst sein, diese Marke ist absolut nicht günstig, wenn man was von denen kaufen möchte. Also die gehen leider schon so bei 69 € los, die Sachen. Aber es sind so wunderschöne Stoffe, sind so wunderschön verarbeitet. Und ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Und wenn man sich ein richtiges Kleid kauft, zahlt man manchmal auch über 100 €. Und es hat ja auch hier unten noch so ein Petticoat-Stoff drunter, damit es so ein bisschen fluffiger fällt. Also wenn ich an mein Petticoat denke, dann auch 120 € gekostet. Das ist für ein richtig gutes Kleid halt auch irgendwie normal. Aber das muss man sich auch bewusst sein. Aber dann kauft man sich auch, ich sag mal, gezielt seine Sachen und sucht sich gezielt seine Lieblingsstücke aus. Ich hätte natürlich gerne noch viel, viel mehr mitnehmen können. Die hatten auch wunderschöne Blüschen. Ich denke mal, das nächste Mal werde ich mir ein Blüschen gönnen.
was ich vielleicht auch zu den beiden Röcken noch tragen kann oder mal zu einem anderen Kleid, weil ich habe manchmal auch so sehr Kleider, die eben nichts drunter haben, wo man nur diese Träger hat. Ich habe mir auch dieses eine Petticoat-Kleid ja gekauft, da fehlt mir immer noch eine Bluse drunter. Ich denke mal, da werde ich nochmal zuschlagen und schauen, was ich so finde. Ja, dann war in dieser großen Halle dieses Jahr ein Fuji-Stand. Also Fujifilm war mit den Instax-Serien da vertreten. Fand ich sehr, sehr cool die Idee. Man konnte die ganzen Kameras ausprobieren und Fotos machen und sich beraten lassen und Filme kaufen. Und ich fand das sehr, sehr cool. Wir haben hier, ich zeige euch mal, so Fotos bekommen, die wir ausprobiert haben. Denn Matti hat sich für eine neue Instax entschieden. Ich habe ja eine. Und Fujifilm. Mach hier nicht Krawall, ne? Kipp nicht meine Schüssel vom Tisch. Genau, also ich hatte halt meine mitgenommen gehabt für Fotos und wir wussten nicht, dass Fujifilm jetzt da ist, weil wir waren nicht unvorbereitet. Wir haben uns das vorher nicht angeguckt, wer da ist und wer nicht. Und er hat sich für diese schöne neue Instax entschieden. Das ist nämlich eine, die kommt erst nächsten Monat auf den Markt. Die hatten diese exklusiv schon dort. Und die liebe Kune Coco hat sich die in Roségold ausgesucht. Wunder, wunderschön. Matti hat sich die für Silber natürlich entschieden, weil für einen Mann, klar, ich habe ja die in Champagner und er hat sie jetzt in Silber. Und das ist die Square. Also sie macht halt ja, nicht diese schmalen Fotos, die man ja so kennt, sondern sie macht wirklich diese Instagram-Größe, also quadratisch, was ich sehr, sehr schönes Format finde. Man kann damit sehr viel rumspielen, es passt sehr viel rauf. Eine sehr, sehr schöne Idee. Diese hier ist jetzt auch mit neuen Modis ausgestattet. Hinten sieht man, die hat einige Modis, man kann verschiedene Sachen einstellen. Die hat sogar noch hier für den Blitzaufsatz so verschiedene Farben dabei gehabt, was ich sehr, sehr süß finde. Da kann man so spielen und kann verschiedene Filter drauflegen, was sehr, sehr niedlich ist, also womit man rumspielen kann. Und ja, preislich liegt die gleich bei 139 Euro, also schon ein bisschen teurer als die normalen Instax, aber wie gesagt, mehr Modis und ihr habt dieses Square-Format und das ist schon cool. Die Filme sind genauso teuer wie die anderen, also dem macht es nichts aus. Wenn ihr mal Bock habt auf so eine kleine Review zu den beiden Instax, die wir haben, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann könnten Matti und ich überlegen, ob wir euch mal so eine kleine Instax-Review machen und mit euch mal zusammen Fotos ausprobieren. Beim Stand mit der kleinen Lampe habe ich mich noch für so ein paar Stationery-Sachen entschieden. Die zeige ich euch gleich nochmal von nahen. Einmal für so eine Katze, für so einen Katzen. Ich zeige es euch auf jeden Fall von nahen, weil das ist jetzt nicht fokussiert. Also für so einen Katzenstift und für so super süße Post-its mit so Rabbits drauf. Und ich habe mich entschieden für die Piepmätze. Natürlich, wenn sie dich hier gehen, immer. Super, super süß. Die habe ich mir noch gekauft. Dann habe ich mir zwei Stifte am Schluss noch gekauft beim Zebra-Stand. Wer Zebra nicht kennt, das ist auch eine japanische Marke. Also Zebra geschrieben wirklich. Und ich habe mich für diese beiden entschieden. Das ist einmal ein lilaner Füller, der wirklich, ja, das ist so ein Einmalfüller. Der schreibt dann so lange, bis er leer ist, dann schmeißt man ihn weg. Ja, ist natürlich Verpackungsmüll, aber ich dachte, ich wollte ihn mal austesten. Das ist eigentlich ein cooles Goodie und ich finde ihn auch ganz schön einfach so, wenn man ihn vielleicht nachher auch einfach nur noch als Fotoobjekt benutzt, auch wenn er dann eben leer ist. Und dann habe ich mich noch entschieden für so einen Brushpen, der auch sehr, sehr schön ist und eine schöne Spitze hat. Und damit werde ich auf jeden Fall rumprobieren. Also hier steht auch wirklich alles auf Japanisch drauf. Aber ich habe die ausprobiert am Stand und war sehr begeistert und dachte, ich muss auf jeden Fall meine neue Stiftemarke testen. Und als letztes in der Hinterhalle habe ich noch bei einem kleinen japanischen Stand ja, Kurokoronia Sticker gefunden. Sehr, sehr süß. Ich liebe sie. Ihr habt ja schon in meinem letzten CMC gesehen. Ich liebe, liebe, liebe diese neue Katze. Jetzt komme ich noch mal kurz zu den Künstlersachen. Auch die werde ich euch noch mal von nahen einblenden, weil es hier jetzt einfach so ein bisschen verloren geht mit dem bunten Hintergrund. Matti war bei Mizuket am Stand. Mizuket ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die so 80er Jahre Mangas zeichnet, also wirklich so im Stil der 80er, so wie Bubblegum Crisis oder was man so kennt. Und sie ist eine richtig, richtig tolle, liebe, nette Künstlerin, die auch die 80s total lebt. Sie ist auch so gekleidet immer und sie fährt einen alten Honda mit so ausklappbaren Lichtern. Ich kenne mich da nicht aus. Und sie hat so wunderschöne Sachen. Klickt mal in ihren Kanal rein, schaut euch ihre Sachen an. Ich liebe ihren Stil. Sie ist wirklich so eine Neuentdeckung. Wir waren Bombe überrascht und sie ist so eine nette. Also Jackie ist so ein liebes Mädel. Es ist unglaublich, wie gut wir uns mit neuen Künstlern auch verstanden haben. Es ist immer so toll, weil man fühlt sich dann wie, ja, wie eine große, liebe Community und das macht echt Spaß. Bei einer Künstlerin habe ich noch dieses hier gekauft, diesen Sticker, dieses Spiegelei-Sticker. Den fand ich sehr, sehr witzig, weil Matti in letzter Zeit immer zu mir sagt, ich bin so ein Spiegelei. Und ich weiß aber nicht mehr, wie sie hieß. Ich habe wirklich bei ihr vergessen,
wie sie hieß. Ich bin einfach nur vorbei, habe den Sticker gesehen, habe gesagt, oh, den muss ich mitnehmen. Dann war ich bei Erpafröschchen am Stand und habe mich für diese zwei wunderschönen Kartenmotive entschieden. Einmal für das Rehmotiv im Winter. Das ist so ähnlich wie meine Dose, die da hinten aus England steht. Ich finde das sehr, sehr ähnlich vom Zeichenstil. Und dann habe ich mich für diese wunderschöne Perl-Mutt-Optik-Karte entschieden, die auch sehr, sehr hübsch ist. Das wird mit an meine Inspirationswand, denke ich, wandern. Liebe Grüße an euch beide, ihr Mädels. Ich habe euch sehr gern und ich bin sehr froh gewesen, dass ich noch Zeit hatte, an euren Stand zu kommen. Ich habe es nämlich beinahe vergessen und habe nur von Weitem gesehen, dass ich dachte, oh, die muss ich noch Hallo sagen. Dann war ich bei Happy Berry Red, das ist auch eine meiner Lieblingszeichnerinnen. Habe ich mich für diese beiden Kakaokarten entschieden. Einmal für dieses wunderschöne Hanamatsuri-Fest. Das ist eine Sonderedition für die Dokumi gewesen. Das ist das japanische Kirschblütenfest. Und einmal diesen wunderschönen Wellensittich, weil sie zeichnet einfach die schönsten Wellensittiche auf der Welt und ich mag ihren super schönen realistischen Stil. Ja, wer sie nicht kennt, Happy Berry Red, werde ich euch auch noch mal gleich einblenden. Und dann war ich bei einer neuen Künstlerin am Stand, aber ich zeige euch erst noch mal das, was Matti gekauft hat von einer Künstlerin, die kenne ich jetzt nicht, aber für die schwärmte die liebe Kunekoko. Und zwar heißt sie Hanna Wenzel. Sie macht so Urban Sketching. Und jetzt ist da was rausgefallen, muss ich gleich mal gucken. Und sie macht halt wirklich wunderschöne so Urban Sketches oder halt so, ja, so Stillleben Sketches. Sehr, sehr schön. Die beiden Postkarten gab es dazu. Und dann hat sie sogar das Buch noch signiert. Sie hat auch wunderschöne Blumenbücher und sowas. Und sie macht wirklich so Sketching. Ich zeige euch das auf jeden Fall nochmal gleich in der Nahaufnahme. Da könnt ihr es einfach besser erkennen. Sehr, sehr coole Künstlerin. Ich mag diesen Style, dieses Skizzenhafte. Ja, sehr, sehr schön. Und dann war ich bei einer Künstlerin am Stand, mit der ich mich unglaublich verstanden habe. Liebe Evelyn, wenn du das sehen solltest, du bist eine so liebe, sympathische Person. Ich hatte gleich das Gefühl, dass wir uns irgendwie gut verstehen können und gut unterhalten können. Und sie hat mir wirklich sehr viel Mut gemacht, doch ja, einfach mit dem Zeichnen weiterzumachen und anzufangen, denn wir hatten uns darüber unterhalten. Sie hat diese wunderschönen Skizzenbücher gemacht, selber gebunden. Ich kann euch das gar nicht so genau zeigen, das muss ich auch in der Nahaufnahme zeigen. Selber gebunden, dann in diesem japanischen Papier eingeschlagen. Unten hat sie sogar noch so eine wunderschöne Schärpe selber gemacht, die auch so tolle Icons enthält. Dann hat sie dem Ganzen sogar noch ein Gummiband verpasst, was auch nicht einfach ist, das selbst zu machen. Und ich bin hin und weg von diesem Aquarell-Skizzenbuch. Und darum ging es halt. Wir haben uns darüber unterhalten. Sie hatte nämlich am Samstag noch Skizzenbücher gehabt für normales Papier. Da hatte ich halt gedacht, auch wenn sie das noch gehabt hätte, wäre das ein super für mein Bullet Journal Diary, wenn das nämlich voll ist. Aber dann hatte sie nur noch Aquarell in dieser Größe. Und dann habe ich gedacht, so, okay, dann kaufe ich mir das Aquarellbuch. Und sie hat mir halt gesagt, ich soll unbedingt Mut haben und malen und einfach Kreise malen oder irgendwas. Einfach dieses Buch voll malen und ihr das dann zeigen, wie das voll aussieht. Und keine Angst haben und auf jeden Fall ihr Buch benutzen. Und sie ist so eine nette und liebe Person. Und es hat mich motiviert, weiterzumachen und auch da mich dem Aquarell irgendwie zu widmen und mal schauen, was ich an Aquarellsachen einfach mal ausprobieren kann. Und genau, bevor ich davon rede weiter, sie heißt Nama Kimono. Ist so süß. Ich habe mal nachgeschlagen, was dieses japanische Wort bedeutet. Es heißt Faulpelz und deswegen passt auch das kleine, hier, wie heißt es noch, das Faultier dazu. Das ist so ihr Markenzeichen und sie ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Sie malt so super süße, niedliche kleine Sachen. Sie hat auch tolle Sticker gehabt und alles, aber ich hatte nicht mehr so viel Geld bei mir und das Buch war schon sehr teuer, aber ganz ehrlich, das war es auch sehr, sehr wert. Und ich habe dann in ihrem Gachapon-Automat, also sie hatte so einen kleinen Kaugummi-Automat, da gab es dann so, ich finde so eine Idee so toll, ne? Wenn ich ein Auto hätte, würde ich sowas auch haben wollen und mit auf den Tisch nehmen. Und sie schnitzt halt selber Stempel, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich hatte da drin diesen kleinen Fuchsstempel. Sehr, sehr niedlich. Also tolle, tolle Sachen. Und dann hatte halt, denn es war dann Glückssache, welcher drin war. Sehr, sehr hübsch. Also, ja, ich hätte sie alle haben können. Auch der Hase wäre total meins gewesen oder der Frosch. Aber ich glaube, ich bin mit dem Fuchs sehr, sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, wer Mulle hatte. Ich glaube, sie hatte das kleine Faultier. Ja. Und sehr, sehr liebevoll gemacht mit diesem extra Zettelchen drin und das so eingepackt ist. Und da ist noch so eine Pflegeanleitung für den kleinen Stempel drin. Eine super süße Sache.
Und eine tolle Sache, einfach für 5 € da zu ziehen und dann hat man sein kleines Kaugummibärchen. Ja, als letztes zeige ich euch noch ein paar Fimo-Sachen, die ich gekauft habe. Und das ist das Video, glaube ich, schon wieder irre lang geworden. Und zwar habe ich einmal mit einer lieben Künstlerin getauscht, die mich wohl seit, ich weiß nicht, Jahren schon verfolgt. Also liebe Grüße an euch. Ich habe jetzt in der Eile gar nicht an eure Vornamen gedacht zu fragen. Ich zeige euch mal, ich habe getauscht gegen diese Kette. Sie hat sich Ohrringe für mir ausgesucht und sehr, sehr niedlich gearbeitet. So ein kleines Glückskätzchen, die aussieht wie meine Bitchy. Dafür habe ich mich entschieden. Sie nennt sich Little Breeze. Ich werde euch auf jeden Fall ihre Seite verlinken. Schaut mal bei ihr vorbei. Also sie macht anscheinend auch noch nicht so lange Fimo. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, welche von beiden wirklich Fimo macht. Also wenn du mein Video siehst, das wirst du wahrscheinlich bestimmt. Erzähl mir bitte nochmal deinen Vornamen und auch eure beide Vornamen und wer von euch jetzt eigentlich die Künstlerin ist oder ob ihr es beide macht. Da kam ich irgendwie noch nicht so hinter. Es war alles ein bisschen hektisch. Und dann habe ich als letztes bei einer Spanierin eingekauft, die dort das erste Mal war. Und zwar heißt sie Kawaii in Cute. Ich kannte sie nicht. Ich kannte ihre Bilder tatsächlich, aber ihren Instagram-Account nicht. Aber ich hatte auf Pinterest schon mal Bilder von ihr gesehen, habe ich hinterher gemerkt. Und sie macht unglaublich tolle Sachen. Dagegen fühle ich mich als Fimo-Künstler so unglaublich schlecht. Und sie hat so günstige Preise angeboten. Also da war es schon, wo ich so dachte, nichts war teurer als 15 €, was ich schon echt krass finde für die Qualität an Sachen, die sie macht. Und ich zeige euch das auch gleich nochmal von nah. Natürlich habe ich immer für diese Ohrstecker hier entschieden, im Bitchy-Style. Sehr, sehr schön. Die sind einfach mega gut gearbeitet. Sehr detailliert und unglaublich sauber. Ich bin einfach hin und weg. Sie hat natürlich auch eine Menge Fanart. Was ich natürlich immer nicht so begrüße. Ich finde, man sollte immer so die Waage halten zwischen 10% und 90% seinen eigenen Kram. Aber gut, was soll man machen? So machen das halt einige. Und im Ausland sind sie sowieso ganz anders eingestellt. Einmal für diesen kleinen Anhänger habe ich mich entschieden. Und zwar diese süßen kleinen Bällchen in der Box. In so einem Onsen-Box sozusagen, da ist auch ein bisschen Resin drin. Ich zeige es euch gleich nochmal von nahen. Und ich habe mich für diese niedliche Katze in der Tasse entschieden. Auch diese Idee hatte ich schon mal selber im Kopf und hatte überlegt, es zu machen. Aber kam ich leider auch noch nicht zu. Aber die sind so, so süß, die Sachen. Sie sind so sauber und schön gearbeitet. Und ja, ich habe jetzt 7 € für die kleinen Anhänger bezahlt und 6 € für die Ohrstecker. Und ja, da fühle ich mich schon schlecht, was ich so an Preise verlange, obwohl ich eigentlich sehr günstig bin und auch jetzt inzwischen echt mit den Preisen runtergegangen bin, weil ich ja eigentlich gerne alles raushaben möchte. Und dann will ich auch zum nächsten Jahr, wie gesagt, mit neuen Sachen starten. Ich werde mir jetzt die Zeit nehmen über den Sommer und ganz viel, ganz viel, ganz viel neue Sachen ausprobieren und planen, was ich alles so machen möchte. Ich habe ganz viel Inspiration von der Dokumi mitgenommen. Es war wirklich ein wunderschönes Wochenende. Wir hatten ultra viel Spaß. Ja, und ich vermisse es jetzt schon. Ich bin im Konblues. Ich würde so gerne einfach noch einen Tag länger genießen und einfach nur Besucher sein. Ja, die nächste große Convention wird wahrscheinlich die Konichi sein im September. Und wie es aussieht, werde ich derzeit da nur Besucher sein. Was ich aber auch witzig finde. Das heißt, ich werde eine Menge Geld ausgeben und kein Geld einnehmen. Aber gut, so ist es halt. Da muss ich eben vorher noch irgendwie sparen. Ja, ach, das ist ja auch immer. Man ist ja nur dann einmal da und das gönnt man sich dann auch. Ne? Also muss dann auch sein. Bevor man sich sein Leben lang ärgert, dass man es dann doch nicht mitgenommen hat. Was soll's. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Video. Ihr könnt hier nochmal für die letzten Videos reinschalten. Hier habe ich euch den Vlog verlinkt. Und hier habe ich euch natürlich das letzte Fimo-Video verlinkt. Schaut da nochmal rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der ist schon wieder viel zu lang, der Haul geworden. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Ich sage euch jetzt einfach Tschüss. Schaut nochmal bei den letzten rein. Schaut nochmal bei den ganzen Künstlern vorbei. Und bei natürlich KuneKoKo. Die lieben KuneKoKo, vielen Dank für deine Freundschaft und deine Gastfreundschaft. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald, bald wieder. Und ja, bis bald. Tschüss.